Herzlich willkommen hier zurück zum alles entscheidenden Abschnitt hier auf unserem großen Match Experience. Guten Tag. Gegen Friesenjung. Es steht ganz, ganz, ganz knappe 7-4 für ein Experience. Ja, es sieht ganz schlecht aus für mich. Daher, ich muss mich anstrengen. Ich habe auch keine Zeit zu verschenken und muss jetzt zusehen, dass ich hier meine Schäfchen noch irgendwie versuche ins Trockene zu bringen. Wobei, nee, Schäfchen ins Trockene ist Quatsch. Das hat Jens ja schon gemacht. Der hat das hier ja zugemacht mit den Schafen. Also wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Und unterstützt mich ein bisschen. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche das. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen doch einfach direkt weiter. Würde sagen, auf geht's. Genau, da sind wir auch. Da geht's auch los. Sieht echt schlecht aus für mich. Kann ich nicht anders sagen. Hier wird produziert. Da machen wir alles möglich. Ja, den holen wir da gleich raus. Jetzt schon alles, was ich an Raps brauche. Eigentlich. Wenn ich den abtanke, den Drescher. Erledigt, sehr schön. So, der fährt da noch so das letzte hin. Ach Mann, Leute. Meiner Ballenpresse aus. Haben wir hier alles? Was haben wir denn noch im Silo drin? Sieht noch irgendwie auch nur annähernd Geld machen könnte. Stroh hatten wir nur noch drin, ne? Sonst nichts. Auch wenn das nicht viel Geld ist, immerhin. Ach Mann, ey, Fast Track. Geh mir doch mal nicht auf den Sack. Los. Ja, liebe Leute, das kann sein, dass hier jetzt eine der letzten Folgen kommt. Der Jens, es muss nur noch eigentlich Sonnenblumenziel dicht machen. Ich habe keine Chance, ihm das wegzunehmen. Würde ja gerne. Ich könnte mir auf der Insel, auf der Centerinsel, könnte ich mir ein Sonnenblumenfeld kaufen, aber da fehlen mir ungefähr 320.000 Euro für. Plus Kohle für Erntemaschinen dann da drüben. Ich habe. Sehr ärgerlich.
Hast du gerade Ernte verkauft? Nö. Okay. Hier stehen 65.722 Euro Ernte und ich wüsste jetzt im Moment nicht woher. Ich meine, ich hätte die gestern, als wir dann die anderen Geschichten aufgenommen haben, am Ende noch gesnackt. Ja, da wieder irgendwas nicht gespeichert. Lassen wir sie drin stehen, genau. Ja, ja, das ist, keine Ahnung, ein Multiplayer-Mod hier oder der Manager, der ist wahrscheinlich noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Wird er auch nicht mehr. Nee. Also in dieser Version jedenfalls nicht. Nee, in dieser Version nicht mehr. Aber wenn du Geld brauchst, nimmst du ja. Ja, Geld brauche ich immer, aber was bringt mir das? Brücke ist eh unten. Ja, stimmt. Oben meine ich. Ein bisschen ins Knie schießen, so schon sozusagen. Den Jens. Ich will jetzt hier auch nicht einfach Fahrzeuge verkaufen. Durch mit Ernten. Mehr kann er hier gleich schon nicht mehr ernten. Dann könnte ich jetzt sagen, er soll jetzt mal bitte das zum Silo bringen und alles, was ich dann hier noch einnehme, das könnte ich dann im Prinzip... Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt, wenn ich hier nochmal dünge. Kannst ja probieren. Moin. Vielleicht. Ich meine, das wächst eh nicht mehr schnell genug und gleich mal hier raus und hol hier mal den Ballen da jetzt rausholen, ist auch doof. Ich wobei. Ich da nicht im Silo, ne? Hier noch irgendwelche Goldschätze oder so. 500 Geldkassetten. Okay, der ist leer. Müssen wir so akzeptieren, bis auf Raps natürlich.
Ups. Stehen. Anzeigen lassen. Hat. Muss mal eben gucken, wo ich ihn hinstellen muss, damit er dann vernünftig anfangen kann. Lange warten, ne? Kann ich nicht so lange warten, bis das hier gewachsen ist. Dann auch schnell. Falschen Hänger gewählt gehabt, beziehungsweise falsches Gerät, nämlich die Zugmaschine. Ich habe mal Zeit vorgespult, ne? Oder zumindest hochgestellt. Jo, super, danke. Ja, ich hätte eher auf den Trichter kommen müssen mit der Mehlfabrik. Vielen Dank für den Tipp da übrigens aus der Community. Und ja, Gärreste würde ich ja gerne verkaufen. Ich weiß aber nicht wo. Ich habe nichts gefunden, wo ich die verkaufen kann. Gib mir einen Tipp, dann mache ich das noch. Aber dafür ist es zu spät, bis ihr das hier seht. Ich denke, das hier wird die letzte Aufnahmesession sein. Des Matches. Dass es danach noch was gibt. Wie sieht es denn mit Silage aus? Wo ist denn der beste Preis für? Ja, Glück.
Das ist natürlich echt ein Problem für mich. Einerseits ist es schön, weil die Produktion so schnell läuft, aber ich habe ja nicht viel zu produzieren. Das Einzige, was ich produziere, ist Kompost im Moment. Felder reifen schnell, das ist auch toll, aber es bringt mir nichts, wenn ich das Zeug nicht loswerde. So einen Überblick über den Anhänger. Zeitrasen. Sobald die Brücke auf ist, macht er das Sonnenblumenziel zu. Ich wette, er hat genug Sonnenblumen bei sich im. Irgendwas generiert oder so? Nö. Voll die Ruckler hier. Ich hab Mist in meine Düngerproduktion geschmissen. Vielleicht liegt's daran. Wie das denn? Ich wusste nicht, wohin damit. Jetzt mach ich Dünger raus. Ja, so, wir sind voll. Aber das Phänomen hatte ich gestern auch, als wir aufgenommen haben, dass auf einmal so außen nichts dann extreme Nexon auftraten. Ja. Und, ja, keine Ahnung, so ein Minütchen später war dann wieder alles in Ordnung. Aber bei mir auch jetzt hier gerade ganz schlimm. Ja, und wenn ich generiere, dann melde ich das ja vorher an. Ja, wollte ich sagen. Also anders kenne ich das ja eigentlich auch nicht. Hier mit der Kohle natürlich anfangen kann. Wollte ich gerade sagen. Kommen alle rein da. Das gibt dann gleich richtig schön Geld. Richtig schön Geld. Viel machen kann ich damit sowieso nicht mehr. Das Feld hier dürfte jetzt auch abgeerntet sein, wie ich schon sagte. Und drauf. Da waren Sonnenblumen drauf. Da unten sind Kartoffeln drauf. Das bringt mir bloß auch gar nichts, weil ich noch gar keinen Maisgebiss habe.
Das ist zwar eh egal. Nur ein Viertel Taipale, aber... Habe ich mich doch fast verfahren. Nicht drauf geachtet, ey. Wirklich. Noch mal so ein bisschen das ernten, was er noch ernten kann. Da er noch was ernten kann. Dann schicken wir gleich den nächsten hinterher. Noch 6 Uhr sind es gleich noch 4 Stunden. Also sind noch 8 Minuten. Okay. Und dann dauert es ja länger. Tja, mit Glück kriegen wir noch eine dritte Folge. Du verkaufst gerade Dinge, kann das sein? Ja, ein Ding habe ich verkauft. Ach so. Okay, dann ist das auf jeden Fall schon mal das untere. Genau, ich wollte nicht sagen, ich habe auch gerade reingeguckt, du hast auch gerade Sachen verkauft. Genau, richtig, da war ich gerade ein bisschen erschreckt. Ja, ich habe mir meins schon gesnackt. Alles klar. Meine Seemaschine. Elfhand direkt stehen gelassen. Das ist meine Seemaschine. Ja, genau. Genau, ich weiß wieder wo.
muss eben gucken, was ich an Feldern habe. Ja, Bohnen machen. Den kann ich gleich ernten. Sehr gut. Du Uli, ganz komische Sache hier, also bei deinem Pack, ne? Ja. Was vielleicht dann für 19 interessant sein könnte. Ich habe heute das Phänomen gehabt, dass ich unsichtbare Ladung hatte. Ja, das kenne ich. Das ist aber nicht nur bei meinem Pack so. Das ist bei einigen URL-Sachen so. Ach so. Also das ist jetzt das erste Mal, dass das aufgetreten ist. Deswegen war ich da ein wenig Ja, ja, das hatte ich schon öfter mal. Und wenn man da einmal ablehnt, hat man auf einmal eine ganze Reihe Paletten neben sich stehen oder so. Und, genau, ich habe gerade gedacht, so von wegen, was ist denn mit dem Pack schief, weil ich jetzt keine Ladung gesehen hatte. Und ich konnte halt den Ladungstyp nicht mehr mit Y ändern. Und dann habe ich gedacht, so, hey, was ist denn damit? Und dann stand da hier, ja, Abladeseite wenig. Ich dann so, Ja, das ist, das passiert, glaube ich, häufig, wenn man Sachen mit URL geladen hat und dann, also auf dem Server ist und dann speichert und dann wieder startet. Ah, ja. Dann soll das wohl auftreten, glaube ich. Lustig. Naja. Ach ja, schon. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist wohl wahr. Das bringt ja jetzt auch gar nichts. Kann eben noch ein bisschen was reißen, ne? Palim Palim macht's. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Leute, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt wieder rein. Die nächsten Folgen werden spannend. Hoffe ich, vielleicht. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaut wieder rein, wenn es weitergeht. Ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.